Ja, meine Freunde, ich bin's wieder, Togi. Und heute kurz bevor ich Gäste erwarte, ich habe mich nämlich heute mal dazu aufgerafft, ein bisschen was zu essen zu machen. Meine Küche sieht nicht so schlimm aus, wie eigentlich erwartet. Aber ich möchte euch einfach mal ganz kurz mitteilen, was ich denn hier so Schönes gemacht habe. Und ich habe hier ganz leckeres Pirsola im Kreis angeordnet. Das ist mit Rosmarin und Kikkeck gewürzt seit einem halben Tag und wird jetzt hier bei mittlerer Hitze so ein bisschen vor sich hin qualmen. Genau. Ich habe euch die Vorbereitung dazu nicht wirklich gezeigt, weil ja. Auf Vorbereitung stehe ich nicht und ich habe mir heute was Neues gekauft, hier nämlich so eine Abdeckung, weil ich einfach nichts anderes habe und diese großen Teller, ja, fand ich jetzt nicht so prall. Und was wird es denn noch dazu geben heute, nachdem ich total im Stress war, weil ich nämlich gerade eben noch einen technischen Livestream gemacht habe. Da könnt ihr hier meinen Toastmaker sehen und da seht ihr dann so ein bisschen Brot. Und dann ein paar Zutaten. Da haben wir geräppelten Kohl, Weißkohl. Da haben wir frische, na, wie heißt das? Frühlingszwiebeln. Das ist alles noch in Folie eingepackt. Dann haben wir hier Karotten. Da haben wir Mais. Und hier haben wir noch eine Lage, kann man das hier so sehen? Rotkohl. Und ich erkläre euch einfach mal ganz kurz, wie denn das hier so gegessen wird. Das ist nämlich. Sind die Zutaten für Okonomiyaki. Das ist ein japanisches Essen. Und zwar bekommt jeder Gast hier so eine Schale. So eine Schale. Und da gibt es jetzt noch im Kühlschrank, das muss ich noch ein bisschen drin lassen. Da seht ihr das. So einen ziemlich flüssigen Teig im Grunde genommen. Den macht man so eine Kelle. Genau, Teig macht man da rein und dann füllt man halt nach Belieben die Zutaten rein, die man haben möchte. Mischt das ordentlich durch und dann wird das auf eine von diesen heißen Platten, die sich eigentlich da in dem Gerät befinden sollten, drauf gemacht. Da passen, ich denke mal, zwei so eine Kleckse rein und dann wird das ordentlich durchgebacken. Und der Clou an dem Ganzen ist, dass hier diese Barbecue-Soße rankommt. Das ist eigentlich, bräuchte ich Bullfrog-Soße. Das ist eine ganz spezielle. Aber die habe ich nun mal leider nicht. Das ist nun mal halt einfach so. Ich bin heute den ganzen Tag rumgerannt, um da irgendwas zu bekommen. Aber ich muss leider sagen, Dunkeltuten angesagt. Keine Chance, keine Chance. Genau. Und während ich dann jetzt hier so auf meine Gäste warten, Abla kommt mit ihrem Mann vorbei und wir werden einfach die Reste des Pirsolas, das sind nämlich die Reste, ja, ich habe von den Dinger schon die letzten 2 Tage gelebt, aber dadurch, dass ich eigentlich nicht so viel essen kann, macht sich das natürlich schwierig. Ja, genau. Und was treibe ich sonst so den ganzen Tag? Ich war heute in Lara wieder mal, da in diesem Terra City. Und war in so einem Laden, wo es Geschirr gibt und Geräte, Elektrogeräte. Und den da, der ist baugleich mit dem von Tefal. Ich habe das Gerät gesehen, dachte, das kennst du doch, steht Tefal drauf. Und das hier ist eine türkische Firma Arsum. Und ja. Das kennen wir schon von früher, aus den technischen Geräten. Da wurden auf Lizenzbasis bestimmte Dinge einfach gebaut und der Preisunterschied waren 1000 Tele. Mich hat das Ding 1039 gekostet und da sollte das Teil von Tefal 2300 oder 2400 kosten. Ja, das halt dann einfach zum Thema Einkaufen. Ihr könnt jetzt noch mal ganz kurz sehen, was ich denn da so an Zutaten noch mal besorgt habe. Die Frühlingszwiebeln sind halt nicht mehr zu sehen. Da habe ich halt den Rotkohl, da habe ich noch ein paar Möhren,
Da ist der Weißkohl, hier ist frisches Brot, also wirklich frisches, also richtig gutes türkisches frisches Weißbrot. Und die Pirsola werden dann nachher noch mit frischem Kekek hier ein bisschen bestreut. Und dazu gibt es zum Knabbern echte Gewürzgurken. Genau. Eine Kelle voll davon kommt in die Schüssel, ja. Und dann sucht ihr euch einfach raus, was ihr drin haben wollt. Das ist Weißkohl, das sind Frühlingszwiebeln, Karotten, Mais und Rotkohl. Okay. Und in Haushalten, die gerne Okonomiyaki. Okonomiyaki. Genau. Das wird auch normalerweise auch noch mit Fleisch gegessen. Okay. Dann macht und da kommt jetzt alles rein, was ich möchte. Ganz genau. Und auch in der Menge, die du möchtest. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Diese Mischwerte biliyor mu? Kennst du Mischwert? Da kommen halt nur noch Eier. Platt. So. So, das ist deiner. Ja, bestimmt kann man die Dächer. So, mit einer Scheibe Brot. So. Genau. Zwei Stücken Fleisch. Kommt jetzt das Wichtige. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Lasst es euch gut gehen. Wenn ihr jetzt Abendessen macht, dann guten Appetit. Ansonsten sehen wir uns einfach das nächste Mal. Und tschüss. Achso, ich bin Togut Bey und das ist der Kanal Enjoy Your Life in Antalya. Genau, mit mir.